ProLight in Sound 2019, zweiter Tag. Heute mal an dem Stand von KME Sound und das ist der Friedemann. Hallo. Und er hat hier ein ganz interessantes Produkt für uns. Und zwar kennen wir ja von, oder diejenigen, die mit KME schon gearbeitet haben, kennen noch die DA428. Und hier geht es jetzt mal um die NA480. Das ist eine ganz neue DSP-Endstufe. Und ja, Friedemann, erzähl doch mal was dazu, was die neue Endstufe so alles kann. Ja, also wir stellen auf der ProLight in Sound 2019, wie gesagt, schon unseren neuen Networked Amplifier vor, die NA480. Die Besonderheit ist entsprechend eine komplett neue Softwarestruktur und die netzwerkbasierte Steuerung, die absolut plattformunabhängig genutzt werden kann. Ich habe ja schon in einem Vorgespräch erfahren, dass ihr die so aufgebaut habt, dass man das also sozusagen nicht nur für KME-eigene Lautsprecher nutzen kann, sondern auch für Fremdhersteller. Genau, im Endeffekt ist das Produkt komplett offen und man kann alle Filter und alle Limiter etc. sich entsprechend konfigurieren, wie man das braucht und das eben auch für Fremdherstellerprodukte. Ja. Okay. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, weil gerade so diese, wenn man jetzt Fremdhersteller an einer anderen Endstufe betreibt, ist ja das Thema Limiter-Einstellung. Weil es gibt viele Leute, die kennen sich damit nicht aus, haben da auch ein bisschen Angst vielleicht vor, die richtig einzustellen. Stellen sie halt vielleicht bewusst schärfer ein, als sie eigentlich müssten. Und da habt ihr ja sozusagen in der Editor-Software, die ja webbasierend ist, habt ihr noch so einen kleinen Hilfegenerator eingebaut, womit man im Prinzip sich die Einstellung relativ einfach finden kann. Genau, im Endeffekt gibt man dort einfach die Belastbarkeit und die Impedanz seines Lautsprechers ein und bekommt dann seinen Threshold und genau, der wird dann auch direkt eingetragen und ist ganz unproblematisch möglich. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, also gerade für Leute, die halt jetzt vielleicht keine KME-Lautsprecher haben. Die Endstufe hat 4 Kanäle, sagtest du, was hat die denn für Leistungswerte? Genau, wir haben hier 4x2 kW an 4 Ohm. Und ein weiteres interessantes Feature ist, sind zwei Modi, die genutzt werden können. Einmal der Gruppenmodus und einmal der Standalone-Modus. Im Standalone-Modus kann ich die Endstufe direkt vorne bedienen und kann sie halt alleine nutzen. Im Gruppenmodus habe ich dann die Funktion, entsprechend in einer Web-Oberfläche mehrere Endstufen gleichzeitig zu bedienen und dort entsprechende Gruppen zu konfigurieren und dort Filtereinstellungen, Delay, Mute-Groups etc. über mehrere Kanäle und Endstufen hinweg einzurichten und dann entsprechend größere Setups zu konfigurieren und zu steuern, zu überwachen. Okay, ja. Gut, das ist sehr interessant. Sag uns doch vielleicht nochmal etwas, das ist nämlich auch, finde ich, immer so ein wichtiges Entscheidungskriterium, auch später beim Flightcase-Kauf. Die Endstufe hat ja 2 Höheneinheiten. Ja. Was hat die für eine Einbautiefe und was für ein Gewicht? Weißt du das? Das Gewicht liegt bei ca. 9 Kilo und die Einbautiefe ist ja für einen Standard-Rack-Anbau konfiguriert. Die genaue Tiefe kann ich dir jetzt nicht sagen. Ah, okay, gut. Aber wie man ja hier schon sehen kann, ist die Tiefe jetzt nicht extrem ausladend. Nein. Also ich vermute mal irgendwas zwischen 35 und 40 Zentimeter. Ja. Genau. Ich glaube knapp 40 sind es. 40? Ja. Okay, gut. Und ihr habt natürlich wahrscheinlich nicht die ganz kleinen Lüfter verbaut, sondern schon etwas größere, die also dann auch nicht so laut sind. Es geht im Endeffekt um hochwertige Lüfter, die viel Luft bewegen können und in dem Fall saugen wir hier die Luft vorne an, blasen sie nach hinten raus und ja, da geht es um gute Strömungseigenschaften. Ja, und das ist ein wunderbares thermisches Konzept, was halt auch bei großer Belastung auf allen 4 Kanälen eine entsprechende Kühlung gewährleistet, aber auch entsprechend leise laufen kann, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn ich eine ruhige Umgebung habe, kann man mit diesem großen Amp trotzdem arbeiten und hat dort keine Lüftegeräusche, ja, okay. Wenn es mal leise sein soll. Ja, super, perfekt. Also es gibt ja durchaus Veranstaltungen, wo das ein Thema ist, dass die Endstufe halt auch leise ist. Ja, und von daher sehr interessantes Produkt. Schaut es euch gerne mal an. Achso, was vielleicht noch ganz interessant ist, in welchem Preisrahmen bewegen wir uns denn bei einer Endstufe? Wir sind beim UVP brutto bei ca. 5.800 Euro. Ah, okay, gut. Mhm. Alles klar, gut. Ja, ansonsten vielleicht noch so aus eigener Sache. Ich war persönlich mal vor, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, es dürfte auch fast schon 10 Jahre her sein, bei KME mal in Klingenthal persönlich vor Ort und war da sehr begeistert von, weil ihr da auch einen Showroom habt. Den müsstet ihr, den denke ich mir immer noch haben. Den gibt es immer noch. Mit neuen Produkten vielleicht jetzt genau. Oder nicht mehr denen, die vor 10 Jahren dort standen, aber okay. Definitiv. Also ich fand es damals schon super genial, weil es war immer ausreichend Zeit da. Also die Leute von KME haben mir da, ja,
sehr viel Zeit für gelassen, um die ganzen Produkte auch vorzuführen. Das fand ich super genial. Haben alle Fragen beantwortet. Es war eine ganz entspannte und freundliche Atmosphäre. Also falls ihr da mal Interesse dran habt, ja. Ja, kommt gern vorbei, auf jeden Fall, nach Klingenthal. Genau. Und da kann man sich alles im Überblick mal anschauen, mal anfassen, ausprobieren. Sehr gut, wunderbar. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil was nützt mir, wenn ich mich für ein Lautsprechersystem entscheide und ich kann es nicht testen oder habe auch keine Bindung irgendwie zu dem Hersteller. Und das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, weil es ist ein Produkt, was man täglich halt auch einsetzt und da sollte man, gerade auch was Support angeht, eben auch gut aufgehoben sein. Ja. Genau, super. Ja, Friedemann, dann danke ich dir für das Interview, war sehr interessant. Und gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Die geht ja jetzt sozusagen noch heute. Geht noch heute, ja. Genau. Und dann entweder in Klingenthal oder genau. Nächstes Jahr. Alles klar, okay. Also, wir bedanken euch wie immer fürs Zuschauen, für jedes Abo, für jeden Like und jeden Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, vielen Dank.